Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video, ein Systemvorstellungsvideo einer Atari-Konsole. Ich habe schon die 2600 gemacht und die 5200 habe ich nicht und deswegen kommt jetzt die 7800. Ich hoffe, dass mit dem Spiegeln hier geht. Das kriege ich leider nicht weg. Also ich kann die Konsole so ein bisschen drehen, aber ja, ist ja auch doof. Also ja, wird schon gehen. Also steigen wir in die Geschichte ein. Die 7800 ist die Nachfolgekonsole der 5200. Und die 5200, die ich nicht habe und auch noch nicht vorgestellt habe, eben weil ich sie nicht habe, ist die Nachfolgekonsole der 2600 des Atari VCS. Das ist das Gerät, was ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe, kann ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und das ist quasi sozusagen der Nachnachfolger. Dieses Gerät sollte die Schwachstellen des 5200 im Wesentlichen beseitigen. Da ich den noch nicht vorgestellt habe, muss ich so grob sagen, was die Schwachstellen sind. Und zwar waren die Schwachstellen, dass er irgendwie sehr merkwürdige Joysticks hatte. Er hatte analoge Sticks mit einem Tastenfeld. Also kann man sich im Internet Bilder von angucken, sehen sehr merkwürdig aus und waren wohl auch sehr, sehr schlecht zum Spielen. Und er war nicht kompatibel mit dem Atari 2600. Das heißt also, man hat sich eine Nachfolgekonsole gekauft und konnte dann die alten Spiele nicht mehr benutzen. Und beides sind Dinge, die dieses Gerät ausmerzen sollte. Und es sollte natürlich auch technisch nochmal eine Liga besser sein. Das Gerät kam in Kalifornien 1984 auf den Markt, aber das war nur so eine Art Test. Also man hat so einen Testlauf gemacht mit so einem eingeschränkten Markt, also einem eingeschränkten Bereich, in dem man das verkauft hat, um zu gucken, wie es so läuft. Auch 1984 wurde Atari von Jack Tramiel übernommen, also dem ehemaligen Commodore-Chef, der dann bei Commodore weg war und dann eben Atari gekauft hat. Und der hatte kein Interesse an Konsolen, der wollte was mit Computern machen, weil damit kannte er sich aus. Von Konsolen hatte er keine Ahnung und hielt da auch nichts von. Und deswegen ist die 7800 1984 nach diesem Marktstart in Kalifornien wieder vom Markt verschwunden. Also dann gab es das Ding nicht mehr. Ein paar haben sich wohl verkauft, aber an sich gab es das Teil nicht mehr. Schlecht für die, die es gekauft haben, möchte man mal sagen. Aber dann kam irgendwann Nintendo mit dem Nintendo Entertainment System und dann gab es einen Sinneswandel bei Atari bzw. bei Jack Tramiel und die Konsole kam dann 1986 doch noch auf den Markt und zwar zum Preis von $79, was natürlich echt ein ganz guter Preis ist. Also ja, da kann man schon nicht meckern. Produziert wurde sie bis 1992 in den USA und 1993 in Europa. Also hatte einen relativ langen Lauf im Prinzip. Zum Erfolg sage ich dann gleich noch was. Entwickelt wurde sie von General Computer Corporation, also nicht von Atari tatsächlich. Die anderen Konsolen wurden von Atari entwickelt, dieses Gerät hier nicht. General Computer Corporation hat damit angefangen, Atari-Automaten zu modifizieren. Das war eine Zeit lang ein Ding, dass man halt den Besitzern von Atari-Automaten, also Gaststätten, Spielhallen oder sowas, so Modifikationen angeboten hat, um quasi den gleichen Automaten sozusagen zu pimpen, also nochmal für irgendwas anderes zu verwenden oder für irgendwas Verändertes zu verwenden, um da noch mehr Geld rauszuholen. Und das hat General Computer Corporation gemacht und das gefiel Atari nicht, weswegen Atari General Computer Corporation verklagt hat. Man hat sich dann aber außergerichtlich geeinigt und das führte dann letztendlich zu einer Zusammenarbeit sogar zwischen Atari und General Computer Corporation. Und die Atari 7800-Konsole ist ein Kind dieser Zusammenarbeit. Designed von General Computer Corporation auf Basis ihres Wissens über Spielautomaten. Zum Erfolg dieser Konsole kann man sagen, sie war nicht allzu erfolgreich. Es wurden insgesamt 4 Millionen Stück verkauft, davon 3,77 Millionen bis 1990. An sich klingt das jetzt nicht so wenig, wenn man das mit Heimcomputerzahlen vergleicht. In der Ära wäre das ganz okay. Aber für Konsolen ist das nicht so prall. Also Nintendo hat das Zehnfache verkauft in den USA, wie Atari mit dieser Konsole. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie erfolgreich bzw. nicht erfolgreich dieses Gerät war. Dementsprechend gab es auch nur 59 Spiele dafür. Und die meisten davon waren eben auch älter, nämlich von 1984, als man diese Konsole erstmals auf den Markt gebracht hat. Und ja, da war man dann 86 und in den darauffolgenden Jahren nicht mehr so gut positioniert mit Spielen von 1984. In jüngerer Zeit gibt es relativ viele Homebrews für diese Maschine, aber die kann man nur abspielen, wenn man irgendwie eine Cartridge-Lösung für dieses Gerät hat, also wo man SD-Karte oder sowas mit nutzen kann und das habe ich nicht. Von daher fällt das hier leider flach, kann ich nicht vorstellen, aber gibt's halt. Zu den technischen Daten, da ist eine 6502 CPU drin, genauso wie in der Atari 2600, nur hier ist es eine etwas leistungsfähigere, hier ist es tatsächlich die Sally, die genauso auch in den Atari 8-Bittern drin ist. Also wenn man eine Sally-CPU braucht, hier ist eine drin. Getaktet ist sie mit 1,79 MHz in der NTSC-Variante bzw. 1,77 MHz in der PAL-Variante im 7800-Modus.
Im 2600-Modus taktet sie mit 1,19 MHz, einfach um die Kompatibilität zu wahren. Das hatte ich am Anfang nicht so richtig explizit gesagt. Also diese Konsole sollte ja die Nachteile der 5200 ausbessern und deswegen unterstützt sie eben auch die Spiele des 2600er. Man kann hier die alten Atari VCS-Module reintun und spielen. Sie hat 4 Kilobyte RAM. Das ist nicht unbedingt sehr viel, aber es ist zum Beispiel wesentlich mehr als die 2600er hatte und es reicht für die meisten Sachen aus. Man hat ja die Spiele auf Modul, man muss eben nur in Anführungsstrichen die Spielwelt, den Zustand und solche Dinge speichern. Grafikauflösung ist 160x240 in NTSC, bzw. bei weniger Farben gehen sogar 320x240. Auch in NTSC und in PAL sind es dann entsprechend 160x288 bzw. 320x288. Der Grafikchip ist das Bemerkenswerteste an diesem Gerät, er hat einen Namen, der heißt Maria oder Maria. Der läuft mit 7,15 MHz. Das ist schon für 1984 eine ganze Menge Takt. Er kann 256 Farben darstellen, genauso wie die Atari 8-Bitter das auch können. Er hat Display-Lists, genauso wie die Atari 8-Bitter. Also nicht genauso in der Implementierung, aber die Idee ist die gleiche. Der Amiga hat sowas ähnliches und die Atari 8-Bitter haben sowas. Der Enterprise hat übrigens auch sowas, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, kann ich auch unten verlinken. Der Bildschirm wird aber in Zonen von 4, 8 oder 16 Pixeln Höhe unterteilt und in diesen Zonen kann jeweils dann über die Display-List irgendwas gemacht werden, Farben umgeschaltet werden, Sprites umgeschaltet werden, irgendwie solche Dinge. Also die Display-List ist quasi organisiert in diese 4, 8 oder 16 Pixel hohen Zonen. Die Anzahl der Sprites ist nicht fix. Theoretisch kann dieses Gerät unendlich viele Sprites darstellen. Kommen gleich noch drauf kurz, warum das nicht so ist, aber theoretisch kann er das. Die Anzahl der Sprites ist abhängig davon, wie viel in einer Zone sonst noch so ist. Also maximal, wenn man die Leistung der Maria mit ihren 7,15 MHz nimmt, kann das Gerät 30 Sprites pro Scanline darstellen, beziehungsweise 100 Sprites insgesamt. Wie gesagt, theoretisch gehen unendlich viele, aber dann kommt der Chip nicht mehr hinterher. Also von daher ist man bei 100 Sprites insgesamt, ist es vorbei und pro Scanline sind es maximal 30. Das ist eine ganze Menge für 1984, das muss man einfach mal so sagen. Die Sprites sind aber nicht mal einfarbig, sie bedienen sich aus einer von 8 Paletten mit je 3 Farben. Also ja, das sind 8 Paletten, jede Palette hat 3 Farben und die Sprites können dann jeweils immer eine Palette davon auswählen. Plus eine Hintergrundfarbe ergibt das 25 Farben, die ich maximal über die Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen kann. Was auch für 1984 schon echt nicht schlecht ist. Für die Hintergrundgrafik unterstützt der Maria-Chip sogenannte Tiles, also ja, so Kacheln quasi, so wie das eigentlich alle Konsolen irgendwie in der einen oder anderen Form tun. Und Spielautomaten eben auch. Die sind leichter zu verwalten als Sprites, benötigen aber kurioserweise mehr Rechenzeit. Das heißt, je mehr Tiles ich in einer Scanline anzeige, desto weniger Sprites kann ich anzeigen, weil ich einfach weniger Rechenzeit für die Sprites überhabe, wenn ich mehr Tiles da habe. Das muss man eben abwägen, muss man gucken, aber der Maria-Chip ist da extrem flexibel an sich, was das angeht. Und ganz schön leistungsfähig für 1984. Für 1986 dann eben schon nicht mehr ganz so. Also ich meine, das ist auch immerhin noch nicht schlecht. Und da hätte man bestimmt viele, viele tolle Sachen rausholen können. Und die aktuellen Homebrews tun das wohl auch. Aber die Spiele von damals tun das nur eingeschränkt. Dann kommen wir zum Pferdefuß der ganzen Konsole und das ist der Sound. Eigentlich war hierfür mal ein richtiger Soundchip geplant, den hat man dann aber aus Kosten- oder Zeitgründen nicht umgesetzt. Was dann drin gelandet ist, ist der Soundchip des Atari 2600. Einfach zwangsweise deswegen, weil der quasi in dem Videochip des Atari 2600 integriert ist. Und der ist hier eben auch drin, weil das Ding ja 2600 kompatibel ist. Also hat man gesagt, na gut, da haben wir ja was, das macht Ton, das können wir gleich nehmen. Das heißt, der Sound dieser Konsole ist nicht besser als der des Atari 2600. Und das ist ein bisschen schade. Das wird man bei den Spielen, die ich dann zeige, auch hören. Die Module haben die Möglichkeit, einen eigenen Soundchip mitzubringen. Es ist hier in dem Modulschacht ein entsprechender Pin vorgesehen, um diesen Sound eines eigenen Soundchips nach draußen zu geben, beziehungsweise in die Konsole zu geben. Das machen ganze 2 Module. Eins habe ich hier, kann ich gleich zeigen. Ja, das zu den technischen Daten, also mächtiger Grafikchip, aber popeliger Soundchip leider. Gut, dann gehen wir mal drum rum um das Gerät. Wir haben hier halt, ich versuche das mal irgendwie, das ist vielleicht nicht ganz so blendet, weiß ich nicht. Kann ich es nicht gut erkennen jetzt in der Kamera. Hier dieses schöne Atari-Logo und hier den Schriftzug. Wir haben hier den Modulschacht. Ne, da kommen hier ganz normal die Module rein, merkwürdigerweise mit der Schrift nach hinten. Warum auch immer. Das sind jetzt alles, also die Module, die hier hinten stehen, sind alles 7800er Module. Atari 2600er Module passen genauso rein. Die sind hier, wenn man hier mal, kann man das sehen? Nee, kriege ich nicht richtig aufs Bild. Also so vielleicht. Ja, so sieht man es, glaube ich. Hier an den Seiten sind zwei so
zusätzliche Platinenteile und die haben die 2600er nicht. Ansonsten sind die vom Aussehen her identisch und passen da rein und können damit auch abgespielt werden. Wir haben hier Power, damit schaltet man das Gerät an. Hier ist eine LED, zeigt an, ob es an oder aus ist. Hier ist ein Pause-Button, ein Select-Button und ein Reset-Button. Im Prinzip so ähnlich, wie man das beim 2600er auch hat. Hier unten, ja, so kann man es glaube ich sehen, sind die Ports für die Joysticks, Joystick 1 und Joystick 2. Zu den Joysticks komme ich gleich noch. Und hier ist der Schwierigkeitsschalter. Warum der jetzt hier unten ist, naja, bisschen versteckt. Also ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der da ist. Keine Ahnung, auf welcher Einstellung ich meine Spiele gespielt habe hier. Gut, dann haben wir hinten. Mal gucken, dass man das sehen kann. So, ja, mal so. Lichtverhältnisse sind hier ein bisschen ungünstig. Hier ist Power. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Stecker. Der sieht so aus. Ja, den kann man aber umbauen. Also es ist jetzt kein Standardstecker, aber man kann den auf was anderes umbauen. Letztendlich gehen da einfach 9 Volt rein. Also da kann man irgendwas dran anschließen. Aber ich habe jetzt hier zwar nicht das original Netzteil, aber zumindest irgendwie so den Originalstecker. Dann haben wir hier den Kanalumschalter für den RF-Ausgang, also Antenne. Das ist der Antennenausgang hier. Und genau wie beim 2600er habe ich einen Composite-Mod gemacht und der kommt hier als Kabel raus. Ich habe mir jetzt gespart. Manche machen hier an die Seite so Löcher rein und machen dann da die Buchsen rein für die Composite. Ich mache das über das Kabel. Das ist irgendwie nicht so zerstörerisch und passt hier eigentlich ganz okay. Man kann da natürlich den Antennenport jetzt nicht mehr nutzen, aber das will man ja auch nicht, weil man hat ja dieses Kabel. Der Composite-Mod ist nicht ganz so trivial, wie er beim 2600er ist. Muss man sich ein kleines Platinchen bauen und den eigentlichen Modulator abzwacken. Das heißt, der funktioniert hier nicht mehr drin. Von daher ist er ohnehin nicht mehr benutzbar. Aber ich zeige hier ein Bild, wie dieses kleine Platinchen da aussieht. Die Bildqualität ist, naja, man wird es bei den Spielen sehen, es ist okay, aber es ist nicht berauschend. Aber es ist besser als Antenne. Ja, und dann haben wir unten, eben hier hatte ich schon gezeigt kurz, aber hier ist die Seriennummer und es ist ein PAL-Gerät. Und hier kann man irgendwie das Kabel drumherum wickeln, also das Antennenkabel oder so. Wenn man es transportieren wollte und ein Antennenkabel hätte. Und an den Seiten ist nichts. Ja, was habe ich dann gemacht? Naja, natürlich wieder sauber gemacht und die Knöpfe ein bisschen mit Kontaktreiniger gemacht. Der Power-Knopf ist immer noch nicht so ganz verlässlich. Ich könnte ihn tauschen, ich habe Ersatz dafür, aber bisher habe ich es nicht gemacht. Es geht schon noch irgendwie so. Ich habe, wie gesagt, diesen Composite-Mod auf der Platine gemacht. Ich habe die Kontakte, also diese, das sind so diese Knackfrosch-Kontakte, in dem Controller getauscht. Und man hört hier. Wobei das nicht der ist, der bei der Konsole dabei war. Das hier ist der. Hier unten steht noch Mod drauf, den ich in einem anderen Video mal gezeigt habe, den ich modifiziert hatte, damit der im C64 funktioniert. Den habe ich wieder zurückmodifiziert, weil damals hatte ich halt keinen 7800er. Aber jetzt habe ich einen und der kam zwar mit einem Controller, wo ich auch, wie gesagt, hier die Dinger und die Knöpfe neu gemacht habe. Aber es gibt Spiele, die zwei Controller unterstützen. Komme ich gleich kurz drauf, aber ich hatte halt nur einen und deswegen habe ich den wieder zurückmodifiziert. In weiser Voraussicht hatte ich die Modifikation damals so gemacht, dass sie wieder zurückdrehbar war und das habe ich gemacht. Es ist immer noch kein besonders guter Joystick. Zu den Joysticks nochmal kurz. Für mich waren das in meinem Kopf immer die 7800er Joysticks, weil ich immer, wenn ich das 7800er gesehen habe, habe ich diese Sticks dazu gesehen. Das stimmt aber eigentlich nicht. Das sind die sogenannten Pro-Controller und die gehen auch für das 2600er und sind dafür eigentlich auch rausgekommen. Für dieses Gerät gab es tatsächlich Gamepads. Da hat man sich ein bisschen an Nintendo orientiert und hat so Gamepads rausgebracht. Aber je nach Packung, also wenn man da drauf guckt, sind da mal die Gamepads drauf zu sehen, dass die da drin sind und mal sind diese Dinger drauf zu sehen, dass die da drin sind. Also ich weiß nicht, ob man das je nach Land oder je nach Angebot irgendwie gemacht hat, keine Ahnung. Also es gab das Ding tatsächlich öfter auch mit diesen Sticks, von daher ist es nicht ganz falsch, aber eigentlich gab es dafür auch Gamepads. Gott sei Dank habe ich die nicht, weil Gamepads mag ich nicht. Diese Sticks mag ich auch nicht, aber alles ist besser als ein Gamepad. Gut, dann kurz zu den Spielen. Ich zeige die gleich nochmal in einem etwas diesmal länglicheren Video, weil ich mehr Zeit habe, weil ich weniger Spiele vorzustellen habe, aber ich zeige sie mal kurz. Also das sind alle, die ich habe. Ich habe hier Shoplifter. Ja, kann man das da so hinlegen. Ich habe hier Super Yui. Das soll ganz toll sein, aber nur wenn man es halt als Simulation spielt und wer macht das schon? Kann man sehen? Ja, spiegelt nicht. Ne? Gut. Ich habe hier Commando. Commando ist eins der Spiele mit dem eingebauten Soundchip. Das heißt, hier ist ein extra Soundchip drin, der Pokey-Chip, der auch in den Atari 8-Bitern drin ist. Ganz nett. Ist aber eigentlich Perlen vor die Säue. Also man wird das in dem Spielevideo hören. Der kommt nicht gut rüber. Das liegt ein bisschen an diesem Mod.
Da muss man mit den Widerstandswerten ein bisschen rumspielen, um quasi eine gute Balance zu finden zwischen dem Soundchip hier und dem Soundchip hier drauf. Sonst ist der hier ein bisschen dominant. Ich habe das schon versucht und dann irgendwann habe ich es halt aufgegeben und gesagt, komm, er ist jetzt so, wie es ist, weil letztendlich war es mir ein bisschen zu viel Gefummel und für ein Spiel, meine Güte, ist es auch nicht so der Brüller jetzt. Und dann haben wir hier Pole Position 2 zum Rennspiel. Und dann habe ich hier noch Motor Psycho. Das habe ich mit Originalverpackung. Die war ein bisschen zerfleddert, die habe ich ein bisschen geflickt, aber ja, ist wieder ganz okay. Und hier war kein Label drauf, das habe ich neu gedruckt. Das sieht man vielleicht, das ist halt nicht metallisch, sondern das ist eben sozusagen pseudo-metallisch. Ja. Diese Cartridges haben alle den Designfehler, dass hier Hohlräume drunter sind. Das sieht man hier, diese Dellen. Und das ist ja mal total bescheuert. Weil ganz oft sind die da halt kaputt. Das ist so eine Sollbruchstelle, wo man sich fragen muss, was Atari da geritten hat. Und man kann Pole Position gar nicht so richtig sehen. So. Genau, und hier haben wir Motor Psycho. Motor Psycho ist ein Spiel, was beide Joysticks unterstützt. Nicht so sehr zum Steuern. Steuern kann man das mit einem, sondern mit dem zweiten Joystick kann man irgendwie das Motorrad modifizieren. Und das muss man wohl auch machen, um in den späteren Level irgendwie bestehen zu können. Aber gut, ich bestehe ja nicht mal im ersten, von daher ist es egal, ich habe es auch nicht ausprobiert. Aber theoretisch braucht man dafür zwei Joysticks. Und mit dem zweiten kann man das Motorrad modifizieren. Warum auch immer, man hätte es ja auch in irgendein Menü packen können oder sowas. Gut, dann zeige ich kurz die Spiele mal in live. Ach ja, eins gibt es noch, ein Spiel, nämlich S-Toys, das ist eingebaut. Wenn man kein Modul reinpackt, dann läuft automatisch S-Toys. Oder wenn das Modul nicht richtig sitzt, läuft auch S-Toys. Gut, also dann kurz zu den Spielen oder vielleicht auch ein bisschen länger zeige ich die und dann kommen wir zum Fazit. So, und das ist das erste Spiel, S-Toys. Das ist eingebaut, wie gesagt. Also wenn man die Konsole so anschaltet, ohne dass ein Modul drin ist, dann kommt S-Toys hoch. Oder wenn man ein kaputtes Modul reinpackt oder ein dreckiges, dann kommt auch S-Toys hoch. Und es ist eben S-Toys. Also ich meine, das ist jetzt 1984 vielleicht noch okay. 86 ist es nicht mal der Brüller, würde ich sagen. Aber es ist schön bunt. Man sieht doch, dass die Bildqualität nicht die beste ist. S-Toys kommt das aber noch einigermaßen zugute eigentlich, weil dadurch diese Meteoriten da schön schattiert aussehen. Aber sind sie auch so? Also ich meine, es ist relativ farbenfroh alles. Das muss man schon sagen. Und es bewegt sich flüssig. Also auch wenn hier viele Asteroiden auf dem Bildschirm unterwegs sind, da zuckelt nichts. Das ist schon nicht schlecht, wenn man auf S-Toys steht. Mit dem linken Feuerknopf an dem Controller wird geschossen, also an dem Joystick. Und mit dem rechten kann man diesen Beam machen, dass man dann quasi sich aus Gefahrensituationen rausbeamt. Oder man fliegt einfach rein, das geht auch. Und das war's. Und jetzt kommt Choplifter. Das kann ich gar nicht so richtig gut spielen, weil ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man machen soll. Aber irgendwie muss man Männchen einsammeln, habe ich festgestellt. Hier kann man mit dem linken Button schießen und mit dem rechten Button kann man sich drehen. Das sorgt bei mir leider für ein bisschen Konfusion. Und deswegen drehe ich mich manchmal an Stellen, wo ich das eigentlich gar nicht sollte, so wie hier zum Beispiel. Oder schieße, wenn ich mich eigentlich drehen soll. Also zwei Buttons sind mir schon zu viel. Kann ich nicht mit umgehen. Naja, stimmt nicht ganz. Aber auf dem PC hat man ja auch die Tasten. Und da sind ja auch viel mehr, das geht ja auch. Aber hier, naja. Jetzt kommen da lauter Leute raus. Und zwar nicht zu knapp. Erstaunlich, was in so einen Hubschrauber passt. Und dann bringt man die einfach wieder nach Hause. Basis. Das ist ein bisschen zeitaufwendig dann, weil die an der Basis alle einzeln rauslaufen. Da sind auch noch welche. Außer man macht so, dann sind alle tot. Schade. Nächster Versuch. Aber an sich, ja, man hat diese Wolken da, die so parallaxmäßig scrollen, hinten die Berge, diese Häuser, die da sind, die Panzer sehen ein bisschen merkwürdig aus, finde ich nicht so richtig wie Panzer, aber naja. Aber so, ja, also es ist bunt. Und den Sound finde ich jetzt auch nicht zu nervig. Also der Sound generell bei diesen Spielen ist halt, wie gesagt, nicht toll, weil es eben der Atari VCS Soundchip ist und der ist eben nicht toll. So, jetzt mal die Klammer voll. Mehr als 16 passen nicht rein.
Aber ja, hier geht's, finde ich. Nee, da nicht. Ja, da. So, jetzt muss man sich das angucken, das Elend da, wie die da alle rauswackeln. Das ist ein bisschen, ja, nicht so spannend, finde ich. Weiß nicht, warum man das nicht abgekürzt hat. Und der winkt nochmal freundlich und dann geht's weiter. Nein, nicht in die, ja, so in die Richtung. Und da hängen auch noch irgendwie welche rum. Weiß gar nicht, ob die zu Fuß zur Basis laufen, wenn man sie lässt. Beziehungsweise sie nicht einsammelt. Dann liefern die eben gleich da ab. So, und die nächsten sind abgeliefert. Und weiter geht der Spaß. Also, es ist halt vermutlich irgendwie ganz nett, so das Spiel. Ich finde es ein bisschen komisch, weil zum Beispiel diese Panzer, ich weiß gar nicht, warum ich die abschießen soll. Also, ich meine, eigentlich tun mir die gar nichts. Außer wenn ich jetzt halt die Leute einsammeln will. Aber ansonsten, ja, und es ist auch mehr so ein Tanz, den ich da drum rum mache. So richtig als Bedrohung habe ich die nicht empfunden. Und da ist jetzt irgendwie so eine fliegende Suppentasse. Keine Ahnung, was das sein soll. Die ist schon eher eine Bedrohung, weil sie halt in meinem Flugfeld rumfliegt. Und die nächste Ladung von Typis. Weiß gar nicht, wie viel man davon einsammeln muss. Was machen die da eigentlich alle? Naja, irgendwann sind die ja alle wahrscheinlich, ne? Also ich denke mal, irgendwann ist der Level da links ja zu Ende. Da sind schon wieder welche. Ja, die Panzer schießen diese Häuser kaputt, ne? Ich glaube, so ist das. Und dann kommen die da raus. Kommen die eigentlich auch vorher da raus? Oder muss man warten, bis die Panzer das zerschießen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Shoplifter-Experte. Oh. Bumse macht. Und das soll es gewesen sein. Und hier ist Super Hui oder Super Yui. Das soll ganz toll sein, wenn man es als Simulationsspiel spielt. Was ich nicht tue, ich spiele es im Arcade-Modus. Und ja, da ist es nicht so toll. Also als Simulation soll es super sein. Man muss sich wohl nur darauf einlassen und dazu braucht man wohl echt starke Nerven, um auf so einer alten Plattform wie einem Atari 7800 noch irgendwie eine Hubschrauber-Simulation mit dem Controller zu spielen. Also da muss man schon hart gesotten sein. Ich bin's nicht. Deswegen habe ich hier den Arcade-Modus genommen. Aber da ist nichts los am Anfang irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Ab und zu sieht man da mal so einen Hubschrauber oben kurz ins Bild blinken und dann ist er wieder weg. Deswegen versuche ich diese Sachen da abzuschießen, aber das geht nicht. Die sind einfach nur so da. Was auch immer das eigentlich sein soll. Häuser oder Hütten oder irgendwie sowas. Also, ich meine, das bewegt sich okay, ja. Das ist nicht schlecht für das, was es ist und für die Zeit. Es ist bestimmt ganz gut. Und wie gesagt, als Simulation soll es gut sein. Aber ja, nee, also da kann ich nun echt nicht. Das möchte ich nicht. Jetzt werde ich irgendwie getroffen und jetzt sind auf einmal irgendwie Gegner da. Keine Ahnung warum. Mit links, also mit der linken Taste kann man dieses MG schießen und mit der rechten Taste kann man so Raketen abschießen. Wenn der Star weiß ist, dann kann man schießen. Also man kann auch vorher schießen, aber trifft man nicht. Und dann hat man irgendwie ja, auf Ziel aufgeschaltet und dann trifft man eventuell. Stehe dann auch da unten, locked on. Ja, aber es ist halt echt nicht so aufregend. Ja, man guckt so, wo wird es denn weiß und dann schießt man. Oder eben wahlweise kann man auch mit der MMG schießen. Das ist, ja. Keine Ahnung. Also der Arcade-Modus hat auch im Test nicht gut abgeschnitten damals. Der Simulationsmodus hingegen schon, bei den Leuten, die sich halt hingesetzt haben und das wirklich gespielt haben. Aber dazu gehöre ich mit Sicherheit nicht. So ist es halt echt ein bisschen Tontaubenschießen. Man dreht sich einfach nur im Kreis. So ein bisschen wie dieses Battlezone, nur halt in nicht so gut.
Naja, das soll reichen. Und hier ist Pole Position 2. Ein Rennspiel. Das übliche Ding, man muss irgendwie so eine Qualifying-Runde fahren und danach geht das eigentliche Rennen los. Und das, ja, bewegt sich flüssig. Das Auto sieht nett aus, also so, finde ich. Sieht fast irgendwie, ich will nicht sagen digitalisiert, das liegt wahrscheinlich irgendwie an der Farbgebung. Aber ja, finde ich, sieht ganz gut aus. Also, naja, klar sieht es jetzt nicht aus wie Forza auf der neuen Xbox, aber ich sag mal, wenn man jetzt vom C64 kommt und diese Gurkenrennspiele, die es da teilweise gibt, gewohnt ist, wobei, da gibt es natürlich auch gute, jetzt noch zwei und so ist schon auch nicht schlecht, aber dann ist das hier schon eigentlich ganz, ganz cool. Vierter Platz fürs Qualifying, okay, immerhin. Bei diesen Rennspielen, ich habe ja das hier und dieses Motor Psycho, ist es immer so, dass man mit dem linken Feuerknopf Gas gibt. Der rechte macht hier, glaube ich, gar nichts. Beim Motor Psycho hüpft man damit und dann schaltet man mit hoch und runter die Gänge durch. Und da tue ich mich wirklich schwer, mich daran zu gewöhnen, weil ich es eigentlich andersrum gewohnt bin. Ich bin es halt so gewohnt, mit hoch und runter gibt man quasi Gas und bremst und mit dem Knopf schaltet man dann. Und explodieren kann man aber auch. Ist auch ganz nett gemacht. Und da oben läuft jetzt diese Unit-Zeit runter und wenn die zu Ende ist, bevor man die Runde sozusagen irgendwie durch hat, dann ist Game Over. Und das werden wir hier gleich live und in Farbe erleben. Nämlich jetzt. Es gibt noch einen Bonus und dann ist Ende. Und da haben wir das nächste Rennspiel, Motor Psycho. Das soll super, super schwer sein. Also ich habe jetzt nur den ersten Level gespielt und es ging so. Ich meine, klar war ich da jetzt nicht großartig, aber es ging. Es hat insgesamt 4 Level und ich glaube zumindest die letzten 2 sollen fast nicht möglich sein, irgendwie, dass man die schafft. Und das ist hier dieses Spiel, wo man mit dem zweiten Joystick irgendwie das Motorrad pimpen kann. Also im Menü oder so kann man mit dem zweiten Joystick irgendwas aufrufen. Ich habe es nie ausprobiert, es steht nur in der Anleitung drin. Und dann kann man an dem Motorrad irgendwie rumschrauben, wie schnell sich das aus der Kurve wieder aufrichtet und wie das bremst und so. Und das muss man wohl machen. Ansonsten schafft man das im Leben nicht. Ja, also brauche ich nicht in dem Schwierigkeitsgrad, dann muss ich sagen. Ansonsten, ja, es hat halt diesen unsäglichen Atari VCS 2600 Sound. Es ist bekannt dafür, dass es miserablen Sound hat, dieses Spiel. Ich finde, es geht eigentlich noch, also es könnte schlimmer sein. Habe ich. Oh, aber die Explosion ist schön. Da habe ich auf dem C64 teilweise schon Schlimmeres gehört bei den Rennspielen. Also es geht noch. Aber es ist nicht so ganz toll. Aber grafisch ist es halt wirklich ganz nett. Das muss man schon sagen. Ja, Game Over. Hier sind die 4 Strecken. Und dann nehmen wir lieber nochmal die erste. Machen wir nochmal. Das muss irgendwie ja besser gehen. Also das Motorrad ist groß und detailliert und bunt. Also das ist nicht schlecht. Das bewegt sich flüssig. Auch die Gegner, die Explosion ist cool. Hier mit den Reifen und den Teilen, die da wegfliegen. Das haben sie schön gemacht. Das ist auch jedes Mal, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Sollen wir darauf achten. Ich explodiere bestimmt nochmal. Dann gibt es da die Hintergründe mit den Wolken oben. Das ist auch ganz nett, weil es ja immerhin den gesamten Bereich oben bewegt. Normalerweise hat man ja immer nur diesen kleinen Streifen am Horizont, wo halt eine Stadt oder Berge oder Bäume sind oder so und sonst nichts. Aber hier hat man den ganzen Himmel. Das ist eigentlich echt ganz cool. Das sieht ein bisschen komisch aus hier, finde ich, dass die Straße hinten zu so einem Strich wird. Wo man eigentlich denken würde, da dürfte gar nichts mehr sein, hat man halt irgendwie noch diesen Strich. Aber naja. Diese Berechnung dieser Straßen oder die Darstellung dieser Straßen, das ist ja in diesen Spielen auch alles fake. Also das ist ja nicht exakt berechnet, das ist irgendwie halt so gemacht, dass es so aussieht, als ob. Und das war ganz cool eben, fand ich. Ich bin tatsächlich über die Ziellinie gesprungen. Ich weiß nicht so genau, wofür dieses Springen da ist. Ich benutze es halt irgendwie, um an Hindernissen vorbeizuspringen sozusagen. Keine Ahnung, ob das der eigentliche Einsatzzweck ist oder ob man damit noch vielleicht einen späteren Level irgendwas anderes Tolles machen kann. Ich weiß es nicht, aber ich benutze es dafür. Thank you.
Ja, von der Szenerie an der Strecke ist es ein bisschen dürftig. Ja, es gibt diese Links- und Rechtsschilder. Und im Wesentlichen, ich glaube, das ist es, oder? Mehr gibt es gar nicht. Da gab es bei Pole Position 2 ein bisschen mehr. Da gab es noch so Schilder mit Atari-Logos drauf und sowas. Also, da denke ich, hätten sie noch was machen können. Hier vielleicht mal so einen Baum hinstellen oder so. Da wäre ihnen jetzt schon kein Zacken aus der Krone gebrochen. Das hätte man schon noch machen können. Auf der anderen Seite ist das ja wieder nur ein Klumpatsch, gegen den man gegenfahren kann. Wichtig ist hier auch, dass man bremst in den Kurven und so. Ist was, was mir so gar nicht liegt bei Rennspielen. Ich will da eigentlich lieber immer durchbrettern. Bin da nicht so der Schöngeist, der da bremst. Aber hier muss man's. Und wieder über die Ziellinie gehüpft. Nicht schlecht, sieht echt witzig aus. Oh, Hat er Bumm gemacht. Ja, da sieht man da oben jetzt, die Zeit läuft so langsam runter. Noch 19 Sekunden. Das sieht nicht mehr so gut aus, glaube ich. Man sieht leider nicht, wie weit man schon ist auf der Strecke. Aber es sind ja auch nur 4 Strecken. Irgendwann hat man das wahrscheinlich im Urin. Ja, und das war's. Zeit zu Ende. Und dann endet es genauso wie Pole Position 2. Man kriegt noch diesen Bonus. Und dann ist es eben vorbei. Ja, ganz nett. Und das ist Commando, das letzte Spiel in dieser Vorstellungsrunde. Da habe ich jetzt mal nichts gesagt. Da hört man den Poki-Chip so ein bisschen, der halt auf dem Modul nochmal extra drauf ist. Eigentlich eine absurde Sache, einen extra Soundchip auf das Modul zu packen. Ansonsten ist es eben Commando. Also Commando ist so ein Spiel, das spiele ich auf jeder Plattform eigentlich mal, um zu gucken, wie es so ist. Ich finde das immer gut, mir macht das immer Spaß. Ich bin ein Commando-Fan. Weiß gar nicht, es ist nicht so richtig hoch angesehen, glaube ich. Für mich ist es ein Klassiker. Also auch auf Plattformen wie zum Beispiel dem Spektrum, die ein bisschen farbarm sind, wo das jetzt echt nicht an das hier heranreicht, ist es ganz nett zu spielen. Und auch die C64-Version ist natürlich ikonisch, allein schon wegen der Musik. Die Musik ist hier natürlich nicht, obwohl man den Poki-Sound hat, hat man halt irgendwie eine andere Musik. Aber das ist schon hier nett gemacht. Also von den offiziellen Commando-Umsetzungen auf 8-Bit-Rechner oder 8-Bit-Konsolen würde ich sagen, ist das hier schon das Beste. Würde ich mich dazu hinreißen lassen. Also es gibt auch eine Atari. Für die Atari 8-Bit an der Version. Die ist aber damals nicht rausgekommen. Die ist jetzt relativ neu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die ist auch sehr schön. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die sich hieran orientiert oder an was die sich orientiert. Ich glaube. Aber ja, die ist auch cool. Aber die gab es ja damals nicht. Damals gab es halt das hier. Beziehungsweise die gab es damals schon. Das glaube ich von den gleichen Leuten wie das hier. Nur es ist nie rausgekommen und man hat es dann jetzt nachträglich quasi vervollständigt und gepimpt oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das hier ist nicht übel. Finde ich, ist eine gute Commando-Version. Bisschen blöd, dass man das mit den doofen Joysticks spielen muss, weil die liegen nicht so gut in der Hand. Links ist Schießen übrigens und rechts ist Bombenwerfen, also von den Tasten. Ja, ist ganz nett. Muss man nicht auf irgendwelchen Leertasten rumhämmern, aber die hat man hier ja auch nicht. Es bewegt sich auch alles flüssig. Das hier ist Autofeuer. Also dann kann man gedrückt halten. Das ist echt ein Segen, wenn man das hat. Das Komische an Commando finde ich immer, dass man eigentlich gar kein Abschießen muss. Also man kann im Prinzip einfach durchrennen. Das schadet nichts. Also klar, manchmal kriegt man dann vielleicht auf den Deckel, weil die dann hinter einem schießen und so. Aber eigentlich, wenn man es schafft, den Schüssen auszuweichen, ist das ein gewaltfreies Spiel. Bis aufs Ende. Wobei. Ja, selbst da, oder? Ja, doch, weil die laufen dann teilweise da immer rum, so lange, bis man sie abschießt. Aber eigentlich, ja, muss man da gar nicht viel tätig werden. Macht man aber natürlich trotzdem.
Man will ja auch Punkte haben, glaube ich. Also ich war nie so der Highscore-Typ, aber vermutlich will man das. Ja, das mit der Musik hier, das ist halt leider ein bisschen Perlen vor die Säue, weil es eben komplett von den Schussgeräuschen überlagert wird. Was zum einen daran liegt, dass halt der Poki nicht so gut abgemischt ist mit dem internen Soundchip und man da auf der Platine eben so eine Modifikation an den Widerständen machen müsste. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch einfach so, dass es an sich schon untergeht, weil man eben dauernd schießt. Was macht dieses Messer? Wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, was das macht. Dieses Gewehr macht Autofeuer, aber und diese Kisten geben Granaten, aber was das Messer macht, ich habe keine Ahnung. Der macht auch immer hier so lustige Sachen dann da in diesem Zwischenbildschirm. Alles ganz witzig. Oh. Naja, kann nicht immer klappen. Aber diese Vorstellung muss ja auch mal zu Ende sein. Jetzt habe ich ein Leben dazu gekriegt. Gibt es ab 60.000? Wollte ich gar nicht, weil dann wäre es früher zu Ende. Und jetzt hat man wieder Autofeuer. Das ist ganz gut. Und gleich ist hier, glaube ich, vorbei. Kein Leben mehr. Ja, das war's. So, und da bin ich wieder mit dem Fazit zum Atari 7800. Oder zur Atari 7800, die Konsole, das Videospielsystem, wie auch immer ihr wollt. Ich persönlich habe ja die 7800er immer für eine Variante der Atari 8-Bitter gehalten. Einfach weil die 5200er das ja auch schon war. Und später kam dann noch dieses XE Game System raus. Das war auch eine Variante der Atari 8-Bitter. Deswegen dachte ich, das ist auch eine. Aber weit gefehlt ist es nicht. Denn die 7800er ist leistungsfähiger, wenn man nur vom Sound absieht. Das ist eine interessante Konsole, die technisch eigentlich wirklich ganz cool ist, die nur leider zu spät auf den Markt kam. Wenn sie 1984 auf den Markt gekommen wäre, hätte sie vielleicht was reißen können. Andererseits war das ja noch so in den Nachwirkungen des Videospiel-Crashes in den USA. Also war halt einfach auch ein schwieriger Markt. Aber technisch wäre sie 84 super gewesen. Sie war schon 86 noch ganz gut eigentlich, aber es ist halt nicht mehr viel draus geworden. 86 konnte sie es dann halt nicht mehr bewegen, weil sie war dann schon zu alt. Und die Spiele waren letztendlich auch zu alt und Nintendo hat mit Atari den Boden aufgewischt in den USA und hat, wie gesagt, 10-mal mehr verkauft als Atari. Heutzutage ist es wieder eigentlich ganz interessant, weil es diesen Homebrew-Kram gibt. Dafür braucht man aber eine SD-Kartenlösung und die habe ich nicht. Warum habe ich die nicht? Ja, es gibt diverse Lösungen dafür, aber die Preise sind für meinen Geschmack ehrlich gesagt ein bisschen hoch für das, was ich mit diesen Konsolen mache. Das ist nämlich nicht besonders viel. Ich bin ja mehr so der Computertyp, eigentlich nicht so sehr der Konsolentyp, aber die habe ich halt mal, weil die schon echt ganz nett ist. Aber eine SD-Kartenlösung habe ich dafür halt nicht. Ja, gut, das zur Atari 7800. Ich hoffe, es hat gefallen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.